Das Community-T-Shirt. Die Legende ist zurück. Der bayerische Mistwurm, der Baby, ist back. Noch einmal das Feeling erleben einer Legende mit einem BMW aus den 80er und 90er. Das ursprünglich die GTA 6 Karte oder ursprünglich eine vorgesehene GTA 5 Karte? Was ist das für eine mysteriöse Karte? Haben wir das alle übersehen? Hat Rockstar Games seit Jahren uns schon in den diversen Drogenverstecke uns die Karte gezeigt? Freunde, ich glaube, wir haben da was übersehen. Holt euch GTA Plus, denn dann seid ihr auf der Gewinnerseite. Denn ihr könnt jetzt in San Andreas das GTA Plus Auto gratis holen, aber auch in der Winewood Car Club könnt ihr es beanspruchen. Gratis. Somit habt ihr als GTA Plus nicht nur zwei Gratis-Auto, sondern profiliert noch, dass ihr eben zwei Gratis-Autos habt. Also holt euch GTA Plus gefälligst und ihr habt alle Monate jetzt zwei gratis Autos. Und nachdem ihr immer einen Beweis braucht von mir, vom Joker, alias Bausparer 1974, präsentiere ich euch die Beweise. Ich habe mir in den letzten zwei Monaten den BMW und den Pipistrello zweimal geholt. Einmal in San Andreas und einmal in Winewood Club. Hier sind die Beweise für euch. Und jetzt könnt ihr alle zum Batman gehen und sagen, der Joker hat wieder zugeschlagen.